Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Wir haben uns letzte Folge den Anzug hier besorgt, sodass wir hier frei rumlaufen können, zumindest. Und sprechen jetzt mal das Tentakel hier an. Erstmal gucken wir uns das an. Er sieht meinem Onkel Reggie sehr ähnlich. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Ah. Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Alles klar. Die Teilnehmer werden nach drei Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Pass auf, Grinsen haben wir durch das Pferdegebiss. Lachen haben wir durch den Sprachcomputer. Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Grinsen haben wir. Jetzt sind die Haare das Problem. Lachen haben wir. Ein Pulli haben wir, dann müssen wir irgendwas da reinstecken. Da steht, hallo, mein Name ist. So, dann laufen wir weiter rum. Was war denn hier hinten nochmal drin? Waren wir da schon? Achso, hier ist der Arztraum. Okay, alles klar. So, wir könnten wieder raus. Wir können uns Sachen hin und her schieben. Und gucken, ob wir hier rauskommen. Gucken uns erstmal die verrückte Person hier an. Den George Washington. Mensch, die Menschheit hat Fortschritte gemacht in den letzten 200 Jahren. Okay. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Naja. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Cool, dann müssen wir uns irgendwie die Haare klauen. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn du einen Mensch hast, der teilnehmen soll, dann solltest du dich beeilen. Müssen wir uns noch besorgen, Menschen. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Gut. Guck uns lächelnden Leute an. Die beiden scheinen sich über etwas zu freuen. Ja, wir gewinnen das Lächelwettbewerb. Den gewinnen wir auf jeden Fall. Können wir mit dem sprechen? Hi! Ich kann gar nicht mehr sprechen, so viel wie da wahrscheinlich reingespritzt wurde. So, gucken wir uns die Wache an. Er sieht aus wie eine richtige Leiche. Was? Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Warum passt er denn auf die Uhren? Auf. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt.
Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakelclub. Ja? Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid. Nein, niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Okay, offensichtlich lassen wir den Geheimgang bewachen, aber... ja, gut. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe, egal was zu bewachen ist. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Jetzt überlege ich gerade, müssen wir den Wettbewerb mit dem... Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Gut, jetzt bin ich mir unsicher, ob wir jetzt irgendwie den Wettbewerb gewinnen müssen mit einem Menschen. Oder ob wir den hier ablenken müssen, die Wache, und dann, um unten reinzukommen. Ich weiß nicht, doch, wir müssen ja unten rein, um Strom zu bekommen, ne? Verweste Eichhörnchendärme? Gütiger Himmel! Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Oder müssen wir vielleicht auch aus dem Buch verlesen, so wie dem Pferd, und den einschlafen lassen? Könnte auch sein. Müssen wir mal gucken. Hey, blödes Tentakel! Was? So. Ach, guck mal. Die Eistruhe steht immer noch. Ist da jetzt der Hamster drin? Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Tatsächlich. Moment mal, wir haben jetzt den kleinen Hamster und wir haben den kleinen Pulli. Gucken wir mal. Was ist denn hier? Wieso ist hier denn noch so ein Raum? Kenne ich nicht. Will ich nicht haben. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Will ich nicht haben. Dekorativ. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Tatsächlich. Ach, die Zeitkapsel ist hier. Ach so, gut, jetzt. Wie sehe ich das jetzt? So, eine Bank. Sieht bequem aus. Keine Zeit dafür. Ja, ein bisschen ausruhen muss man sich doch immer. So, Fenster, aus dem Fenster. Es ist sonnig draußen. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Anno Domini, im Jahr des Herrn. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Es ist sonnig draußen. Achso, ich dachte, wir können das Fenster aufmachen. So, jetzt pass auf, Zeitkapsel. Es ist eine alte Dose. Wir nehmen die Dose. Das kann ich nicht nehmen. Dann mach die Dose auf. Vielleicht kann ich es öffnen. Danke für den Hinweis. Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Wir haben noch den Dosenöffner hier, kein Problem. Essig. Chateau de Chapeau 1775. Das nehmen wir uns mal mit. Ist da noch irgendwas drin? Es ist eine alte Dose. Nein. Dann gehen wir wieder raus. Und dann, das müssen wir natürlich zurückschicken an Hoagie. Machen wir gleich, wenn wir unten sind. Wir gucken uns erstmal die ganzen Räume hier an.
die Mumie steht hier immer noch, seit 400 Jahren mindestens. Was ist denn hier für ein Raum, ey? Klassisch. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Es macht kaum einen Unterschied, mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Sie sind vielleicht etwas offener. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Ach, den können wir als Menschen jetzt durchgehen lassen. Jetzt verstehe ich. Er ist jetzt gecheckt. Das kam ein bisschen spät, aber gut. Dieses ganze Weiß hat es mir angetan. Ich sollte jetzt gehen. Nee, wir nehmen ihn mit. Wir machen daraus Mumie, nehmen wir ihn. Er ist zu schwer. Ja, klar. Aber können wir ihn ziehen? Er ist zu schwer. Okay, gucken wir uns erstmal alles an. Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Ich möchte das nicht anfassen. Bernhard würde es mögen, aber für mich ist das nichts. Ein Entspannungssessel. Da ist ein Kabel übrigens bequem. In der Wand. Ah, siehst du, Verlängerungsschnur, haben wir sie gefunden. Muss wir uns gar nicht in die Vergangenheit schicken, in die Zukunft schicken, sondern haben wir schon so. Setzen uns erstmal hier drauf. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Kann man den Fernseher anmachen? Hier schön einhören noch, hier unten. Was war das? Ein Seidenseil. Pfosten. Damit habe ich mich fast schon mal umgebracht. Damit können wir doch hier unsere Mumie rumrollen. Cool. Mit. Keine Chance, das ist gefährlich. Achso, das ist Tür. So, pass auf, Verlängerungsschnur. Sie ist schön, lang und stabil. Nimm mit. Sehr gut. So, was wir mit dem Seil machen, weiß ich auch noch nicht. Das erinnert mich an... Wie komme ich hier rein? Was? Das erinnert mich an... Wie komme ich hier rein? Sieht doch so ganz lustig aus. Diese Sorte haben sie beim Film. Sieht zu schwer aus. Sieht zu schwer aus. Oh, mit Shift gucken wir mal. Wieso können wir das denn anklicken? Diese Sorte haben sie beim Film. Sieht zu schwer okay. aus. Pass auf, dann benutzen wir jetzt die Rollschuhe für unsere Mumie. Dann benutzen wir jetzt den... Stopp. Abbrechen. Den Pulli wahrscheinlich, das geht nicht. Ach, das macht doch keinen Sinn. Ja, hab ich auch gesagt. Den Lachkasten. Warum sollte er da ein Stück Humor brauchen? Ja, damit der ein schönes Lachen hat. Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Ja, weil du den für den Wettbewerb anmelden möchtest? Ich speichere nochmal kurz zwischen. So. Der 70er-Jahre-Zimmer. So, auf dann kleben wir ihm mal das Schild an. Ach, jetzt verstehe ich. Das ist nur zum Ablenken von dem Typen wahrscheinlich. Jetzt kannst du gehen. Okay, jetzt doch. Wie ist denn jetzt das Lächeln? Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Aber Moment. Warum sollte er da ein Stück Humor brauchen? Pass auf. Ich lade nochmal den anderen Spielstand. Jetzt verstehe ich aber nicht. Ich dachte, wir können den jetzt anmelden beim Wettbewerb.
Mit dem Grinsen und so. Wir gehen erstmal. Ne, Moment, hier. Falsch. Ich wollte den schon mal schieben hier. Jetzt haben wir auch die anderen Teilnehmer ausgenockt. Ist das nur zum Ausnocken gewesen? Warum konnten wir dann das Schild gerade da machen, bevor wir Schwäche haben? Also ich gehe erstmal kurz runter und gucke, ob wir durch die Uhr kommen. Nein, nein, da runter. Bevor wir jetzt noch weitergehen. Ist klar, die sitzt jetzt da. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Erstmal noch in den Raum hier rein. Da waren wir noch nicht. Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Ja, und das Gespräch würde ich sagen, führen wir nur in der letzten Folge, nächsten Folge fort. Führen wir fort? Ja, genau, machen wir in der nächsten Folge weiter mit. Ich würde sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge und gerne eine Bewertung da lassen. Tschüss.